Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Heavy Rain. Es ist mir letzte Folge stehen geblieben, weil ich letzte Folge gesehen hat. You are so krass, Freunde. Die Polizei. Sie überwachen das Gebäude, in dem Ethan ist. Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen. Ich glaube, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Scheiße. Was macht der bloß da drin? Auf meinen Befehl geht's los. Gut, wir sind hier raus, übers Fenster. Komm. Scheiße. Es ist zu hoch. Oh Mann, komm. Da. Zugriff auf meinen Befehl. Sie bleiben hier, Jake. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff. Jetzt. Los, hier entlang. Komm, Ethan. Ich hol mich hier raus. Hey, du bist nicht schuldig. Du hast nichts getan. Du bist nur das Beste, um deinen Sohn zu retten. Hey. Du bist nicht der verdammte Origami-Killer, Mann. Hey, stehen bleiben! Ich schieße! Beeilung! Schnell! Ich kann nicht. Hände hoch! Oh, Scheiße. Lieutenant? Ein Mann und eine Frau kamen aus der Gasse. Frau? Scheiße! Die ist doch vorhin rein! Alle Mann runter! In die Gasse! Hinterher! Ja! Ciao, Leute. Perfekt. Komm, der Zug kommt, Alter. Boah, Bruder. Ah, gut. Perfekt. Geil. Vor rund einer Stunde erklärte die Polizei, dass der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert wurde. Ethan Mars, Vater des entführten Sean Mars, ist flüchtig, vermutlich bewaffnet und gilt als gefährlich. Ja, genau. Die Polizeifahndung läuft. Man hofft bald, die Festnahme dieses Psychopathen bekannt zu geben.
Hier ist was zu essen. Ich habe einfach mal ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Warum helfen Sie mir, Madison? Sie kennen mich überhaupt nicht. Sie könnten tot sein. Ich weiß nicht, ich dachte in dem Moment einfach, ich tue das Richtige. Sie brauchten Hilfe, ich habe geholfen. Sie sind überall in den Nachrichten. Jeder Cop im Land sucht Sie, Ethan. Sie nennen Sie den Origami-Killer. Stimmt das? Sind Sie der Killer, Ethan? Ich habe manchmal diese Blackouts. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich tue. Als ob ich eine vollkommen andere Person bin. Ich erinnere mich hinterher nur an Leichen. Die Leichen im Wasser. Weshalb waren Sie in dem Apartment? Warum sind Sie verletzt? Ich glaube, mein zweites Ich testet mich, meine Liebe zu Sean. Es will wissen, ob ich Sean genug liebe, um ihn zu retten. Das heißt, da ist ein Teil von mir, der weiß, wo Sean ist. Aber ich kann ihn nur über diese Prüfungen finden. Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei? Und sag Ihnen was? Ich bin ein Irrer, ertränke Menschen und habe meinen eigenen Sohn entführt? Die sperren mich ein, aber ich muss doch Sean retten. Ich habe keine Wahl. Er hat doch nur mich. Wenn Sean in Sicherheit ist, stelle ich mich. Aber nicht früher. Sie halten das nicht durch. Sie machen sich kaputt, Ethan. Sean zu finden, ist das Einzige, was zählt. Es gibt sicher einen anderen Weg. Sie verstehen einfach nicht, die Zeit läuft. Sean stirbt in ein paar Stunden, ich habe keine Wahl. Bitte, Madison, gehen Sie. Vergessen Sie einfach alles, was Sie gesehen haben. Sie können mir nicht helfen. Wenn Sie mir helfen wollen, gehen Sie. Ich muss es alleine durchziehen. Alter. Gut. Die letzte Prüfung steht bevor, ne? Erledigen Sie ihn. Boah, was? Ups. Oh.
Alter, diese Kombis. Ihr Wodka, Sir. Danke. Sie wirken ein wenig besorgt, wenn ich das so sagen darf. Haben Sie Probleme mit dem Fall? Blake ist sicher, dass Mars der Killer ist. Sie nicht? Ich dachte, es gäbe dafür einiges an Beweisen. Das stimmt. Aber es macht keinen Sinn. Sein psychologisches Profil passt nicht. Genauso wenig wie sein Geoprofil. Dieser Mann ermordet nicht 8 Kinder und entführt dann seinen eigenen Sohn. Mars ist nicht der Origami-Killer. Da wette ich drauf. Und wer dann? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sie könnten doch noch mal in aller Ruhe Ihre Hinweise durchgehen. Genau das hatte ich gerade vor. Okay, oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Ich gebe mir Mühe, aber es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer. Es bringt Sie um, wenn Sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Nein, was geht jetzt wieder ab? Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Fuck. Es geht los. Tryptokain. Es liegt auf dem Nachttisch. Ich muss nur etwas nehmen. Dann verschwindet der Schmerz. Ich darf nicht. Das bringt mich um. Ich weiß, ich kann widerstehen. Ich muss mich nur zusammenreißen und mich beschäftigen, bis es vorbei ist. Nein, 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 das nehmen wir nicht. Alter, läuft bei dir, Alter. Junge. Komm. Du nimmst nichts von dem, Alter, dein Zeug. Ich will wirklich von dem Zeug nehmen. Ich hab gar keinen Bock, Leute.
Aha. Oh, scheiße. Nein. Ich muss es loswerden. Das ist der einzige Weg. Hallo. Perfekt. Ich will ja nicht, dass du verreckst, Alter. Eieieiei. Okay, es geht mit Gott weiter. Aber an dieser Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da. Und sonst sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.